Subscribe, Axel, du Happy. So in der Art. Es wäre mal echt cool, wenn das klappt. Ich hoffe, das klappt wirklich, weil... Das wäre echt genial. Stalker-Alarm, bitte nicht. Meldet euch an, wenn ihr herkommen wollt. Dann ist das alles okay. Aber wer ihr stalkt mich, dann... Können dann auch die VR probieren. Okay, machen wir weiter. Tinkerbeds hier. Nee. Blip, 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 blip. Weißt du, so, Metal Gear Solid mäßig. Hey, komm zurück. Was? Was ist das? Er hat etwas fallen gelassen. Ah, schießen wir ihn! Du hast die Karte der Spinnennetzinsel zur Gerichtakte zugefügt. Ich habe es geschafft. Der Pirate Master wird keine weitere Macht mehr aus diesem Ort zu gewinnen können. Das steht da echt. Gewinnen können, nicht zu gewinnen können. Ich sage besser schnell Risky Bescheid. Ich sage schneller besser schnell Whisky Bescheid. Ich hole besser schnell Whisky. Kommt man da jetzt eigentlich schon durch? Nee, oder? Oh nein, Axi, so, die Ähnlichstimme passt nicht zu Shantae, wenn dann eher Whisky Gumshoe. Nein. Nicht Whisky Gumshoe. Ah! Die rede ich eher genervt. Ich hab vier Fische! Ja, yeah. du kannst sie aber trotzdem ein bisschen. Weiß nicht. Ich weiß nicht, es passt irgendwie nicht. Peitsch! Au! Das ist ja richtig brutal. Du hast eine Peitsche und hast eine Pistole. Eine Peitschtole habe ich. Nein, das wäre beides zusammen. Ja, genau. Eine Pisteitsche. Ja, so. Ich habe das Gefühl, es wollen mich alle zwingen, die MV-Stimme zu benutzen. Was? Die letzte Ace Attorney-Folge war ein Fall von Abspann, Abspann? Wirklich? War da so ein Cliffhanger? Kann sein. Ich habe noch nicht alles gesehen, es fehlen noch zwei Folgen. Andy, wo hast du die Peitsche her? Das hat aber lange gedauert. Ich kann bei der nicht die Andy-Stimme machen, das passt einfach nicht. Und ich habe etwas gefunden, ein böses Dungeon und ein gigantisches Monster und einen riesigen... Oh Gott! Woher hast du diese Pistole? Diese Pistole! Du kleine Pistole! Das klingt wirklich böse. Vor allem, wenn es das Wort Hupfdole gibt und ja. Oh, ich trinke mal schnell was. Pistole. Egal. Ich habe sie in einer verschlossenen Truhe gefunden. Warum? Vergiss es. Noch etwas? Diese Insel... Inselkarte! Manipuliert? Ja, jemand hat sie manipuliert. Oh Gott. Einer von deinen Tinkerbellsen hat sie manipuliert. Sie war noch nicht manipuliert. Interessant. Das bedeutet, dass Pirate Master hat nicht genügend dunkle Magie für überall. Das bedeutet, dass wir noch Zeit haben, um seine Rückkehr zu vereinen. Manipulieren! Zu manipulieren! Alle an Bord! Es sind zwar nicht zwei, aber egal. Auf zur nächsten Insel! Dieser Übersichtsplan. Du gibst Übersichtsplan.
bin eine Netzinsel. Was haben wir hier noch? Wir haben noch nicht alle, oder? Es fehlt noch ein Herz. Nein! Und hier da noch zwei Herze. Aber das weiß ich ja bei Scuttletown, wo ja, die sind genau. Auch. Und ich es fehlen noch drei von nicht diesen. Mir außer den einen, aber. Ich will aber erstmal woanders hin und ich will gucken, wo war denn das nochmal? Hier war es nicht, okay. Wow, was für ein cooles Steuerrad. Es dreht sich von selbst. Ja, das ist. Wieso klettert der ein. Wieso hängt der eine Mann an der Mauer? Mhm. Und baut. Warum baust du? Es ist doch alles zu! Hey, das ist Inspektor Bauschuh. Na, naja, erstmal zur Schmiede. Und wieder die ganze Schmiede, Hexerei okay. Da machen. Ich nehme den Schmied. Schmelze! Sie! Ei! Damit du mehr Energie bekommst. Ja! Das könnte hier voll Tada. So ein Skill von SAO sein. Oder ein Pokémon. Feuerhammer! Manipulieren. Manipuliert wird. Okay, dann wollen wir mal weiter. Bist du bereit abzulegen? Was abzulegen? Okay. Hey, Moment mal! Moment mal! Ich glaube, wir gehen nochmal zur Spuckinsel rüber. Ich gehe nochmal zur Spuckübel. Da steht wirklich Spuckinsel. Da steht wirklich Spuckinsel und nicht Spukinsel. Ja, habe ich doch gesagt. Ich dachte, das Ding heißt eigentlich. Ach, warum schon? Also Money mit Geld. Ja, ja. Was? Ja. Money manipuliert. Ha, ha, ha. Ja. Oh, was haben wir hier für Zuschauer? Was haben wir hier für Leute, die Zuschauer haben? Hey. Ich bin selber schuld. Oh ja, du die Flamme setzt Blut ein. Ich hab du die Flamme sogar noch in einem Ordner drin irgendwie als also das Bild. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals in einem Video gezeigt habe. Denke ich vielleicht an Loch Ness Witz mit Duckface. Oh ja, Professor Layton mit Duckface, das war ein Ding. Komm, schieß. Komm wieder und dann schieß nochmal. League of Legends, nein. Wie? Mich schreibt da gerade jemand an. Meh. Geh weg. Willst du League of Legends spielen? Ja, aber jetzt nicht. Ja, hab ich jetzt auch geschrieben. Hab jetzt zu tun, so League of Legends. Auch so, weiter. Igitti geht League of Legends. Wenn ich das jetzt so sage und... Andererseits, das wird mir wahrscheinlich keiner übel nehmen. Sammle ich Sympathiepunkte, wenn ich sage, dass ich kein League of Legends spiele? Nicht bei dir, stimmt's? Nein. Okay, nein, bei mir ist es eigentlich egal. Okay. Ist für mich sozusagen Gelegenheitsspiel und ja. Warte kurz, bin gleich wieder da. Ich guck mal, ob ich das schöne Bild von Dudiflam noch finde. Aber erstmal. Bin gleich wieder da, musst du dich kurz allein lassen. Nein! So, ist mein Stream wieder da eigentlich? Ich hoffe, mein Stream ist wieder da. Pokémon Messer und Gabel. Das fehlt wirklich noch. Es gibt Pokémon Rot, Blau, Sun, Moon. Irgendwann gibt es auch noch Pokémon Messer und Gabel. Ja, das stimmt allerdings. Oder Pokémon Pepsi und Cola. Und Coca-Cola. Pokémon Apple und Pokémon Android. Das wäre mal was. Also iOS und Android. Nein, obwohl. Lieber nicht. Ja, ich setz gleich wirklich. Nein, ich setz gleich. Feuersturm ein, wenn ich nochmal. Oder Erdbeben, wenn ich nochmal Final Fantasy höre. Das ist auch so ein Running Ungag. Hey, stimmt, es gibt Pokémon X und Y. Da hätten sie wenigstens mal Z bringen können, aber nein. Wäre natürlich witzig, wenn es X und Y 2 gegeben hätte. Aber komischerweise dann kein Pokémon Z. Oder A oder B oder... Man hätte so viele Buchstaben verwenden können dann, aber... Ja, gibt sowieso keine Sequels von X und Y.
Was? Hm? Du bist wieder da? Ja, ja. Willkommen zurück. Dankeschön. So, höp. Ich versuch's mal da lang. Moment. Ach nee, hier komme ich ja nicht weiter. Warum komme ich hier nicht weiter? Mach was dagegen! Telepathie! Telepathie! Okay, ich glaube, es hat nichts gebracht, hier lang zu gehen, denn ich hatte ja gedacht, ich komme hier vielleicht irgendwie weiter, aber... Komm schon! Ja. Mist. Ich kann hier keinen Hinweis finden, wie ich da eigentlich weiterkommen würde. Ich glaube, ich komme da auch nicht weiter. Nicht mal, wenn ich die fertig mache hier. Ja, freu dich drauf, Sushi. Was? Auf was? Auf was? Auf was? Oh ja, übrigens, wie wäre das, wenn ich Pokémon Sun und Moon LP'en würde, wenn es rauskommt? Hey, haha, das ist echt böse. Nein? Na gut, dann nicht. Nee, also, ich muss sagen, es gibt auch die Theorie, dass Erxi so den richtigen Weg findet. Ich gehe einfach weg. Ich muss eh zur nächsten Insel. Mit VM01, der Schneider. Was ist zum Geier? Nein! Ich wollte doch nicht so beenden! Oh, ich dachte, ich kann damit raus aus dem... Och, das ist gemein. Oh. Ich muss erstmal was über das Spiel lernen. Und zwar, dass das eine blöde Idee war. Okay, nochmal den Bosskampf. Nein, nicht mit Nuzlocke. Wie denn bitte, wenn es gerade erst rausgekommen ist? Es gibt ja nicht, ist ja nicht so, als gäbe es bei Pokémon einen Nuzlocke-Mode. So. Das Taxi ist mit dem Quartier und der Befragung voll. Gerade den Prozess. Ja. Ja, musst du schon wieder diesen Boss besiegen? Ja, weil... Weil ich gerade eben das Spiel... Nicht gespeichert hast. Nein, also ich bin woanders hingegangen, als ich eigentlich... Also ich wollte eigentlich bloß raus aus dem Level. Und dann... habe ich da glatt was falsch gemacht. Ja, komm schon. Was ist harmlos? Hä? Ach so, okay, nee. Ja, Ras hat gesagt so, ja, Sabi, das ist so harmlos. Ich war da mal so, hey, was? Ja, ich verstehe jetzt auch gerade nichts. Ah, ich bin immer noch völlig hin und weg, weil das... Kann er erklären, wieso? Und zwar, ja, vorher gesagt, es gibt ja die Theorie, dass du vielleicht den richtigen Weg findest. Und ich habe da gesagt, ja, du bist echt fies. Der so, ach, das ist noch harmlos. Ja, alle sind gemein zu mir. Nein, ich nicht. Also, nicht? Ich denke mal nicht, also... Ach, du kannst das bestimmt auch ganz gut. Ja, das kann ich, aber ob ich das mache, ist eine andere Frage. Nicht zu mir? Also, du setzt Frustration ein, die Attacke ist sehr effektiv. Nein, ich mache keine Frustration, ich schaff das Spiel ja schließlich so. Und wieder so ein Tinkerbett, genau, jetzt kriege ich von dem die Karte. Ich gehe dir hinterher. Ah, nicht. Nochmal die Karte erhalten. Ich habe alles zweimal. Oh yeah. Ich hab's geschafft. Yay. So. Oh, Leute, seid doch nicht so böse. Was zum? Achso, nee, ich muss da gar nicht lang. Ich muss woanders lang. Dann gehe ich wieder hoch. Ab zurück zu Risky. Und dann... Ja... Dann haben wir das wieder. Hast du eigentlich mal gesehen, ob irgendwas geschrieben wurde dazu, dass ich... Also zu der Idee mit Pokémon Sun und Moon? Pokémon, ja, da hat Sushi gesagt, es wäre eine sehr tolle Idee. Ja, ist mal wieder die Einzige, die sie... unterstützen. Ja, und ist die Einzige, die darüber überhaupt drauf reagiert hat. Ich finde das schlimm, ey. Da sage ich mal was. Das ist genauso in meinen Let's Plays. Weißt du... Ich denke mir immer so, oh, was werden die da und da drauf antworten? Es kommt gar nichts. Darf ich mal sagen,
Das ist echt unsympathisch. Ja.